Zins. Grüße. Oh, bitte. Hörst du das? Eye of the Tiger. Ja. Aber eine ganz schlechte, von Trademarks befreite Coverversion. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Caitlin, Lucien, alles schon gebannt. Kindred auf der anderen Seite gegen den Support. Wobei der hier im 1 gegen 1, glaube ich, nicht so brutal stark wäre. Ja. Nami, Respektband gegen Kasing. Wobei, also wie gesagt, mein Junge. Ja, wir haben ja gerade noch drüber philosophiert. Aber wobei, Graves, Autotext sind stark. Kalista auf der einen Seite, jetzt bitte Bart auf die andere. Dann wird es hier richtig interessant. Vayne ist auch ein starker Duellant im Übrigen. Auch AD Carry, die alleine sehr gut klar. Er ist vor allem Double Lifts Nummer 1. Also Double Lift ist ja bekannt für die Vayne, aber Kalista wäre hier die deutlich bessere Wahl. Definitiv. Weil Vayne natürlich eine Weile und ein paar Items braucht, bis sie dann wirklich effektiv wird. Der Zillion. Er macht's auch im 1 gegen 1, dass du den Zillion hovert. Vor allem musst du ihn dann zweimal töten. Ja. Wenn er die Ulti auf sich hat. Karma. Karma wäre stark, ja. Karma im 1 gegen 1 kann funktionieren. Haben wir auch schon bei dem International Wildcard All-Star Turnier, also dem Qualifikationsturnier in Australien gesehen. Oh, nice. Hat nicht funktioniert. Okay, Kalista natürlich die besseren Möglichkeiten, wenn es darum geht, die Last Hits zu bekommen. Also er hat auch die besseren Möglichkeiten, die Wave zu pushen, weil ich als Karma meine Fähigkeit natürlich dazu benutzen möchte, um den Gegner zu harassen. Auf der anderen Seite habe ich mit der E-Ability von Karma die Möglichkeit, beim zweiten Proc mich selbst zu healen. Ja? So, da kommen die Cosplayer zum Einsatz, natürlich ganz wichtig. Darf bei keinem League of Legends Turnier fehlen. Nein. Cosplayer ist fast so wichtig wie Aufschnitt. Cosplayer sind quasi unsere Cheerleader in der Gaming-Community. Das stimmt. Ne? War immer dabei. Und was ich da schon gesehen habe, ist der Wahnsinn. Also die Leute sind da sehr, sehr kreativ. Wir gehen auch gleich rein ins Game. Ganz, ganz kurz nochmal auf Twitter. Wie gesagt, wir nutzen die Pausen immer sofort gnadenlos. Da gibt es hier auch schon die ersten Selfies quasi. Ne? Rasiere mich gerade und schaue den Stream mit dem Handy. Sehr gut, vorbildlich. Wobei, echte Männer rasieren sich nicht. Ja, es sei denn, wohl der Junge hat, hat ordentlich Bartwuchs. Ja, soll mal. Wir gucken, wir machen das gleich nochmal. Keine Sorge, wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein. Gleich werden wir uns dem nochmal komplett widmen. Da werden auch die Grüße übermittelt. Definitiv. Wir machen das hier mit sehr viel Herz und Leidenschaft, und wenn ihr Ehre. Grüße habt. Und Ehre. Wir beide haben Ehre. Ja, klassischer Start hier. Beide spielen mit dem Dorans Item. Ja, Kasing ist hier, der will Blut, der Junge. Ja, also Kasing auf Karma, der möchte Blut. So, ja, man muss sagen, Kalista Ulti sehr, sehr stark im 1 gegen 1. Unglaublich. Schnappt ihr sich dann Poro oder so? Das wäre geil, wenn das klappen würde. Ja, also es geht natürlich, es ist sehr, 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 sehr Skillshop abhängig. Also ja. Mit Kalista habe ich die Möglichkeiten, durch meine Passive einiges an Skillshots zu dodgen. Dadurch, dass ich halt den relativ easy Jump habe, den ich seitlich benutzen kann oder nach hinten und damit aus der Rage komme. Ja, die erste sitzt schon. Ja, und Karma möchte diese Skillshots treffen. Wenn sie die trifft, kann sie was ausrichten. Das ist so, wie gesagt, gerade die Passive und das E macht Kalista zum starken Duellanten hier im 1 gegen 1. Und da sieht man es halt schon. Wieder die Speere rausgezogen, Kasing halbe Leben. Musste schon den ersten Keks essen. Doublelift aber ebenso. Man muss aber sagen, mit Dorans Ring hast du 400 Gold nur kosten und kannst halt einen zweiten Keks mitnehmen. Ja. Das kann Doublelift nicht. Wir sind es ja schon, also als Karma habe ich im 1 gegen 1 in den ersten Leveln keine Schnitte in Sachen CS mitzuhalten. Also Doublelift kann hier auf Kalista Kasing hier komplett zonen. Von jeglicher XP, von jeglichem Farm. Da rührt sich bei Kasing überhaupt nichts, der jetzt erst Level 2 erreicht. Ja. Also Level 2.
Denglisch ist halt, unterwegs. Ja, ist aber auch richtig. Also Double Lift macht es gut. Callister, für mich eigentlich auch gebannt gehört, ist halt so der Punkt, wenn du es halt nicht bannst, dann musst du sie eigentlich fast schon selber picken. Man sieht das auch wieder im Level vorne. Und Double Lift eigentlich, wenn du einmal so einen krassen Farmfort hast, dann kannst du nichts mehr machen. Brauchst du eigentlich auch gar nichts mehr machen, weil dann ist eigentlich vorbei. Nimmt sich auch die Bubble von Kha'Zing, die er gerne aufgenommen hätte. Aber jetzt braucht Double Lift eigentlich nur noch Freezen farmen, Freezen farmen. Der braucht gar nicht mehr in den Kampf reingehen, in den Trade. Nee, aber er kann es ohne Probleme machen, weil ich halt mit Kalista so unglaublich stark bin. Wenn die Ultimate Q von Kha'Zing quasi verbraten ist, dann ist man als AD Carry mit den Auto-Attacks deutlich besser. Und diese QE-Kombination, die nimmt hier quasi die komplette Lebensbar von Kha'Zing. Brauchst du nicht mal QE, Auto-Attack-E reicht ja schon. Also jetzt hat Kha'Zing halt mal Trade halbwegs für sich entscheiden können, aber es ist egal, Double Lift ist immer noch im Level vorne, trifft das Q, das ist ein ganz großes Problem. Also man sieht es ja, Callister trifft einen Auto-Attack und das reicht, zieht es dann mit dem E nochmal raus, doppelte Schaden. Ja, du musst es, also richtig gute Callister-Spieler kombinieren das eben, die landen ein, zwei Auto-Attacks an den gegnerischen Champion und bringen dann einen Vasallen so low, dass sie ihn mit dem E last hitten können. Damit kriegen beide den Schaden und das E wird komplett vom Cooldown genommen, weil ich halt den Vasallen gelastet habe. Haben wir auch bei Double Lift eben gesehen, wie das zu machen ist. Ja, so, Speer getroffen und du sagst es halt direkt erstmal noch einen Vasallen hitten, bevor du die Speere wieder rausziehst. Kha'Zing muss dann halt aus der Reichweite eigentlich bleiben. Macht er das, verpasst er allerdings wieder Farm und wieder XP und wieder auch da Mana-Probleme. Exhaust raus, aber eigentlich zwingt er ihn jetzt schon quasi Base zu gehen. Ja, er wollte ja nicht töten und der war sich auch absolut darüber im Klaren, dass er mit diesem Exhaust nichts machen kann, außer ihn ein bisschen low zu drücken. Ja, aber es reicht ja auch. Er ist jetzt schon über 20 Farm vorne und das nach nur 4 Minuten. Hat hier, glaube ich, noch gar keinen Vasallen verpasst oder relativ wenige, also unter 5 insgesamt. Und Kha'Zing wird hier gezwungen, quasi auf jegliche Vasallen zu verzichten. Das ist alles andere als gut. Er ist definitiv jetzt in der Position, wo er die Tötung an Double Lift anbringen muss, um hier zu gewinnen. Ja, aber das Problem ist halt, dass es schon so viele Vasallen sind, dass er jetzt die auch verpasst hat, dass er halt nicht mal, eigentlich müsste er Base gehen, aber er hat nicht mal ausreichend Gold, um so viele Items dann zu haben oder so eine Itemstärke zu haben, um in irgendeiner Weise All-Ins gehen zu können. Ja, und Kalista ist halt auch einfach für dieses 1 gegen 1 brutal geschaffen, weil ich, wir sehen das hier, also mit einmal Ignite und Kha'Zing ist tot. Ja, Double Lift hat nur 2 Fähigkeiten, die er hier skillen muss, also er hat das E und er hat das Q. Also das W macht keinen Sinn, da er halt niemanden... Tot. Oh, gerade noch. Oh, jetzt. Da ist das Ignite drauf. Das ist eigentlich schon fast gewesen. Er überlebt das noch, muss aber alles haben. Das nutzt halt selber auch sein Ignite raus auf Double Lift. Und der erfreut sich noch fast besser Gesundheit. Ja. Der auch von den Masteries so geskillt ist, dass er hier einiges an extra Sustain hat, um halt auch jetzt in der Lage sein zu können, Kha'Zing in den eigenen Turm zu drängen, während er den absolut kostenlosen Port wegbekommt. Ich finde es sehr gut, dass Double Lift jetzt zurückgeht und das nicht Kha'Zing überlässt, weil letzten Endes, du hast halt gesagt, sobald du Level 6 erstmal mit Karma hast, sieht es halt wieder deutlich besser aus, also muss Double Lift jetzt zurück. Ja, aber dem hat Double Lift jetzt auch schon entgegengewirkt, indem man diesen Hexdrinker gekauft nicht, hat. Nicht nur das, sondern er hatte jetzt einfach den krassen Item-Vorteil. Er hat halt viel mehr Geld ausgeben können und eigentlich braucht er nur noch zu Ende farmen. Definitiv. Also er hat hier mit dem Hex-Drinker hat er ist eines der kosteffizientesten Items im Spiel. Er hat diesen zusätzlichen Schild, was ihn vor Magieschaden schützt und das ist natürlich optimal gegen Karma. Ja, also Double Lift muss nicht mehr in die Trades reingehen, aber er macht es trotzdem! Oh, er will da noch die Bubble mitnehmen. Unglaublich, wie viele Speere da drin sind. Kriegt das noch auf den Vasallen? Oh, es reicht nicht ganz. Hat selber auch gut kassiert, aber er hat seine Bubble noch da oben. Und die wird er auch gleich nehmen. Er hat seine Bubble noch und er hat das Hextrinker-Shield. Also, das stimmt. Braucht er nicht mal. Bisher. Schön gedodged.
das so nennen möchte. Also Karsing hat echt ein Problem. Ja, der Karma-Pick war einfach nicht optimal. Er hat damit rechnen müssen, dass er gegen den AD Carry antritt. Und mit Lucian und Caitlyn gebannt, sowie Draven gebannt. Was bleibt denn da noch übrig? Das ist quasi nur noch Kalista, die quasi in Tier 1 der 1 gegen 1 AD Carries daherläuft. Und ja, Double Lift als bekannter Kalista-Spieler. Ja. Ja, vor allem, das Ding ist jetzt die Bubble Exhaust nochmal drauf. Zieht die Speere einfach hier raus und hat auch. Ich meine, das Problem ist, Karsing muss sich eigentlich bedeckt halten. Double Lift bekommt den Free Farm und viel braucht er dann nicht getroffen. Mehr. Hätte er das Q getroffen, Double Lift, dann hätte er jetzt im Kill gehen können. Ja, muss aber auch aufpassen. Also, ich meine, Double Lift könnte, wenn er zu gierig wird und er geht, meines Erachtens ein bisschen unnötig in die Trades rein. Muss er halt nicht. Also, es reicht jetzt zu farmen. Natürlich ist es halt schön, wenn man den Gegner auch killen kann, einfach um den größtmöglichsten Sieg einzufahren. Aber er sollte es jetzt meines Erachtens. Man sieht es halt, die Stärke von Karma wächst. Und allein, weil du halt eine Ulti hast, Kalista halt keine Ulti hast, ja. Allein das gibt dir eben nochmal einen Vorteil gegenüber dem anderen, der mit Items nicht aufzuwiegeln ist. Von daher, Double Lift einfach nur die Vasallen mitnehmen. Würde eigentlich der Ward als Item zählen? Als CS zählen? Oh. Natürlich. Da geht's doch mal drauf. Jetzt muss er aufpassen. Hexshrinker ist schon mal ausgelöst. Und plötzlich ist Karsing vorne. Aber es sind halt nur noch 16. Er hat zwei Turmschüsse getankt oder tanken müssen. Und die haben ihn halt, die bringen ihn jetzt in die Situation, dass er wegporten muss. Karma auf der anderen Seite wird hundertprozentig dazu gezwungen sein, zum Kill zu gehen. Die kann ja diese 30 CS-Unterschied nicht mehr wettmachen. Das ist absolut nicht möglich. Und Double Lift geht jetzt hier auf komplette Kontrolle. Er hat jetzt hier die Tier 2 Boots, die ihm mit dem Movement Speed skalieren seine Sprünge. Ja. Und er hat jetzt hier schon genug, fast schon genug Minions unter dem Turret, um. So, aber Karsing hat es ein bisschen verpasst, jetzt Space zu gehen. Also er wollte noch die Vasallenwelle mitnehmen und das war ein Fehler. Ja. Einfach weil es halt nichts mehr bringt. Und wenn er auch Base gegangen wäre, wäre er mit Double Lift wieder da gewesen. Double Lift hätte zwar auf immer und ewig den Item-Vorteil. Karsing kann nicht mehr Base gehen. Das geht nicht mehr. Die nächste Vasallenwelle entscheidet. Also muss er jetzt in All-In gehen! Und das reicht! Fast! Oh. Das reicht! Das war fast so knapp! Also das war so knapp! Oh, da sieht man's. Also Karsing ist mechanisch unglaublich stark. Das musst du dir mal reinziehen, also dass er es beinahe noch gewonnen hätte. Ist aber auch unglaublich quasi ehrenvoll von Double Lift, der hier nicht auf den unglaublich sicheren Farmsieg gegangen ist. Hätte er hier auch nicht mehr können, war ja mit der Kette da. Schau mal, der hatte noch das Ignite auf sich, oder? Ein Tick noch und das wäre es gewesen, glaube ich. Ja. Also das war richtig, richtig eng. Ja, also eng ist da kein dehnbarer Begriff mehr. Das ist ohne Zweifel, du findest keinen Minirock, der so kurz, so knapp war. Nee. Das noch nicht mal auf Twitch. Noch nicht mal auf Twitch. Ja. Ja, und da